Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Empire at War, Steam Community Mod Vorstellungen. Wir befinden uns in dem Mod Sci-Fi at War und zwar im Singleplayer in einer galaktischen Eroberung. Das ist quasi die Kampagne, die dafür hergestellt wird. Und wir schauen uns mal an, was für Heldeneinheiten oder besondere Einheiten wir hier bekommen. Behalte im Hinterkopf, das Spiel bzw. der Mod ist zurzeit noch im WIP-Status, also Work in Progress-Status. Anderen Worten, daran wird noch gearbeitet. Das heißt, eure Erfahrung kann sich mit dem von dem Video vorgestellten Sachen leicht unterscheiden, je nachdem, wann ihr euch diesen Mod anschaut und den spielt. Also, da wird tatsächlich noch aktiv dran gearbeitet und scheint eine Menge Arbeit zu sein. Davon habe ich selber keine Ahnung, aber. So wie ich gelesen habe, sitzt derjenige da wohl für eine Einheit so locker an die 20 Stunden dran, nur um so einen Code zu schreiben, wie die denn funktionieren soll. Ja, aber da wird dran gearbeitet, das ist schon mal schön. In dieser galaktischen Eroberung, was die Kampagne dieses Mods darstellt, fangen wir im Stargate Center an, auf der Tauri-Erde. Und ja, dann da zeige ich euch mal, welche Heldeneinheiten wir im Laufe des Spiels für diesen Sektor bekommen. Und welche Sondereinheiten, alle regulären Einheiten, die stelle ich euch dann in einem anderen Video vor. In Tech Tree reinzugucken bringt jetzt leider nicht so viel, denn dort stehen immer noch die normalen Sachen drin, wenn sie denn überhaupt drin stehen. Wie ihr sehen könnt, was auch verständlich ist. Ich glaube, man könnte nicht alle Sachen einprogrammieren. Ein paar stehen hier drin, aber auch nicht alle, bei weitem nicht alle. Also das sind mittlerweile so viele Einheiten. Also wie gesagt, wir fangen im Stargate Center an. Und wenn wir da mal reinzoomen, habe ich die Helden jeweils in den Sektoren so sortiert, wie sie denn Bevölkerungskosten haben. Und ja, dann fangen wir mal hier an. Wir haben ja auch bei den einen Bevölkerungskosten haben wir ja einmal den Doktor. Die Beschreibungen sind fast alle in Englisch und zum Teil auch noch nicht komplett implementiert. Also zum Teil fehlen die auch noch. Wie gesagt, an diesem Mod wird noch dran gearbeitet, ist halt nicht komplett. Also wir haben in einer Kategorie haben wir den Doktor, wir haben natürlich General George Hammond und Blue Squadron. Was sie so können, lässt sich auch noch nicht so hundertprozentig sagen, da man die Sachen nicht so wirklich nachlesen kann. Das sind nochmal noch die Icons aus dem regulären Spiels, von dem her, die stimmen nicht immer hundertprozentig mit dem überein, was dann tatsächlich passiert, wenn man die Fähigkeit drückt. Auch das ist noch in der Entwicklung. Wo es die gibt, verrate ich auch noch nicht, oder will ich wahrscheinlich auch in gar keinem Video verraten, denn ich denke mal, das soll jeder beim Spielen selber erleben, wann und wo und wie die Helden denn dazukommen. Gut, als nächstes haben wir die Prometheus und da seht ihr auch schon, da ist auch schon ein Teil der Beschreibung am Fehlen. Steht direkt Prometheus und dann die Klammer mit dem Missing. Wir kriegen dann später noch für 4 Kosten kriegen wir Anubis hinzu. 5 Verfolgungskosten für Colonel Stephen Cordwell. Und dann kommt auch schon Kommandator für 6 Bevölkerungspunkte oder ja, Bevölkerungspunkte und Apophis für 7. Das sind so die Helden, die ihr im Stargate Center bzw. in dem Quadranten für Stargate bekommt. Die Kampagne ist so aufgebaut, das kann ich jetzt schon so ein bisschen spoilern, dass ihr immer ein Universum durchspielt und dann gibt es da Raumanomalien, die euch dann zu dem nächsten Universum hinbringen. Das sind dann die ganz großen Stars, die man so kennt. Star Wars, Star Trek, Stargate und Battlestar Galactica. Plus noch Starship Troopers. In den Anomalien selber findet ihr aus kleineren Sci-Fi-Franchises noch Gegner, die euch da entgegentreten. Wie viele und wie stark und wie genau, das möchte ich auch nicht vorwegnehmen. Das sollte dann auch jeder in der eigenen Spielerfahrung dann erleben. So, dann haben wir hier noch Schiffe, die wir nur einmalig kriegen. Also den Wraith für 5 Bevölkerungskosten und die Salvage Lanthian Warship für 15 Bevölkerungskosten. Die bekommt ihr halt, wenn ihr diesen Sektor durchspielt. Die könnt ihr nur einmal haben jeweils. So, das waren so die aus dem Stargate Center. Es gibt da noch andere Einheiten, die ein wenig weiter limitiert sind. Die kann man nur 5-mal bauen. Den Rest kann man ziemlich häufig bauen. Da ist mir noch keine Limitierung aufgefallen. Aber ja, das fällt nicht so ins Gewicht. Ich denke mal, die Helden und die Schiffe, die wir nur einmal besitzen dürfen, die sind dann doch ein wenig interessanter. So, dann kommen wir dann hier zum Battlestar Galactica Sektor.
Das ist der nächste, der dran kommt. Der kommt dann nach Anomalie Alpha dran. Und dort haben wir auf der Terra Earth. So, wir haben in dem einen hellen Bereich haben wir dann wieder Kara, Starbuck, Trace. Wir haben Präsident Laura Roslin. Und wir haben Scar, der fiese Zylon, der so viel abgemoxt hat. Dann haben wir Commander Lee Adama. Mit 2 Bevölkerungspunkten waren es genau. Bei den 3 Bevölkerungspunkten haben wir Commander Kendra Shaw. Wenn ich mich recht erinnere, war das ein Charakter aus den Filmen. Da gab es ja 2 Filme, zwischen den Handlungen der Serie spielten. Dann haben wir natürlich Admiral William Adama und in der Galactica mit 4 Bevölkerungskosten. Und wir haben Admiral Helena Kane in der Pegasus mit 5 Bevölkerungskosten. Und zu guter Letzt noch Monel John, quasi das erste Zylon-Modell, was die 5 ursprünglichen gebastelt haben. Der schlägt mit 7 Bevölkerungskosten zu Buche. Und dann haben wir bei den einzelnen Einheiten noch ein Kampfstellen-Galaktika-Schiff, der die MK-1 Hades Class Cylon Base Star. Also wer die klassische Serie noch kennt, die alte Serie noch, also die Kampfstellen-Galaktika, der wie diese Modelle optisch sicherlich kennt. Das wurde ja schön in der neueren Serie aufgegriffen, dass wir noch diese alten Schiffe und sowas da mit eingebaut haben. Und dann haben wir noch für 10 Bevölkerungskosten die MK2 Hades Class Cylon Base Star. Das sind die aus dem Bereich Battlestar Galactica. Beziehungsweise mit ein paar Einheiten dann halt noch aus Kampfstern Galactica, die ja da, wie gesagt, in der Serie mit integriert wurden. Dann geht es über die Anomalie Bravo, geht es dann in das Starship Troopers Universum. Dort haben wir wieder eine reguläre Erde, die Federal Earth. Und dort gibt es dann auch wieder Heldeneinheiten. Also jeder Bereich hat so seine Helden. Dort haben wir mit 1 Bevölkerungskosten Sender Bacalo. Mit 2 Bevölkerungskosten Valley Forge. Da ist auch wieder Text Missing. Aber ist ja nicht so tragisch. Wie gesagt, wird noch dran gearbeitet. Mit 3 Bevölkerungskosten haben wir die Roger Young. Und dann kriegen wir auch schon unseren ersten Bug als Helden, und das ist der Orbital Command Bug. Mit 4 Bevölkerungskosten in der deutschen Version wird der immer Brain Bug genannt. Der eine oder andere wird das sicherlich noch kennen. Und mit 5 Bevölkerungskosten kriegen wir dann noch die Rio. Einzelne Schiffe, die wir nur einmal besitzen können, ist mit 5 Bevölkerungskosten die Saratoga Fleet Carrier und mit 10 Bevölkerungskosten Death Head Battleship. Also da sind ein paar Bugs drauf. Diese Einheiten kriegen wir zur Verfügung gestellt im Starship Trooper Sektor. Und dann kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten. Über Anomalie Charlie reisen wir dann ins Star Trek Universum. Wir haben hier und in einem Bevölkerungskostenbereich haben wir Captain Jonathan Archer sowie Leonard Nimoy aka Spock. Und in 2 Bevölkerungskosten die USS Enterprise A. Mit 3 Bevölkerungskosten Commander Crutch oder Crutch. Dann kommt Captain Janeway mit 4 Bevölkerungskosten, gefolgt von der USS Defiant mit 5 Bevölkerungskosten. Und dann haben wir die USS Enterprise mit Picard mit 6 Bevölkerungskosten. Das sind so die Einheiten, die uns hier zur Verfügung gestellt werden. Bei den einzelnen Schiffen haben wir hier dann mit 5 Bevölkerungskosten den Excalibur Class, Heavy Dreadnought und ein Borg Tactical Cube mit unbekannten Bevölkerungskosten. Keine Ahnung, wie viel der kostet, steht nicht dran. Da ist auch noch ein bisschen was am Fehler vom Text her, das haben wir ja schon ein paar Mal. Ja, wie gesagt, die können wir auch nur einmal haben. Schauen wir uns dann noch das finale Universum an, obwohl das ein ziemlich gut bekannt sein sollte, denn das Star Wars Universum, das Ursprungsspiel, hat ja ebenfalls schon dieses Universum. Gibt auch noch nicht so viel Neues. Die Helden sind so ziemlich gleich, obwohl sie zum Teil anders funktionieren. Hier haben wir mit 1 Bevölkerungskosten haben wir Red Squadron, also rotes Squadron. Wir haben den Emperor Palpatine mit 1 Bevölkerungskosten. Die Thundered Heart mit 2 Bevölkerungskosten.
Jode auf dem Akklamatorkreuzer mit 3 Bevölkerungskosten. Dann haben wir die Home One mit General Akbar mit 4 Bevölkerungskosten. Mit 5 Bevölkerungskosten schlägt da The Accuser, Captain Pyatt uns ins Kreuz. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Darth Vader mit 6 Bevölkerungskosten und der fliegt einen Superstar Destroyer. Dann haben wir dann auch noch so als Überbleibsel der Klonkrieger noch einzelne Schiffe. Da haben wir hier ein Handelsföderationskampfschiff, also Trade Federation Battleship. Und wir haben Venator Class Cruiser. Also das sind definitiv noch aus den ersten Episode 1 bis 3 aus den Klonkriegen, aus dem Arc, die Schiffe, die wir dort zur Verfügung haben. So, das sind so die Heldenklassen, die wir hier in der galaktischen Eroberung zur Verfügung haben. Zurzeit ist es noch so, dass die galaktische Eroberung nur mit einer Staatsfraktion gespielt werden kann, da das ja die Kampagne darstellen soll und auch mit einem vorgegebenen Schwierigkeitsgrad. Dauert extrem lang. Die letzten paar Kämpfe habe ich auch noch nicht freigeschaltet hier mit dem Speicherstand. Ich habe das zwar schon mal gespielt, aber ja. Ja, da solltet ihr euch überraschen lassen. Das ist hier quasi die ultimative Anomalie und ja, schaut mal, was da passiert. Es lohnt sich definitiv, es ist anstrengend. Man sitzt mehrere Tage dran, vor allem das Upgraden, bis man die Planeten voll ausgerüstet hat, dauert dementsprechend. Dafür werdet ihr aber auch nicht angegriffen auf dem Planeten. Ihr seid sicher, ihr könnt in Ruhe die Sachen ausbauen und dann geht's in die Weltraumschlachten rein. Dort müsst ihr mit 50 aktiven Einheiten kämpfen, also mit Einheitenkosten. Also ihr dürft bis zu 50 Einheitskosten aufs Feld bringen, plus dann, was ihr aktuell als Maximum haben könnt an Einheiten, dann im Schlepptau als Reserve. Bodenkämpfe gibt's auch nicht und ja. Da man nicht angegriffen wird von den NPCs aus, weil die passiv auf dem Planeten warten, bis ihr dort ankommt, müsst ihr auch keine Verteidigung zurücklassen bei den Planeten. Ist trotzdem sehr anstrengend, ziemlich langwierig, aber es lohnt sich definitiv, da einen Blick reinzuwerfen. Ich bin auf die finale Version, bin ich auch schon gespannt. Ja, das war's soweit erstmal. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir uns da den einzelnen Einheiten widmen, die man in den einzelnen Teilbereichen herstellen kann, in den Universen. Wie gesagt, welche Gegner in den Anomalien vorkommen, verrate ich nicht. Und wo das dann genau endet, verrate ich auch nicht, wie das da aussieht. Aber wir werden uns beim nächsten Mal den Teileinheiten widmen. Wie ihr die Planeten aufdeckt, ist auch euch überlassen. Mehr oder weniger wird das dann alles durch diese Anomalien blockiert. Ihr müsst dann halt quasi mehr oder weniger immer einen so einen Sektor komplett aufdecken, bevor ihr in die Anomalie reingehen könnt. Vorher werdet ihr da mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dran verrecken, wenn ihr nicht die ganzen Einheiten zur Verfügung habt. Die Einheiten, die ich dann beim nächsten Mal vorstelle, die werden genau in demselben Schema aufgeführt. Ich werde dann erst wieder die Einkosteneinheiten durchgehen, dann die Zweier und so weiter. Helden und einzelne Schiffe lasse ich dann außen vor. Und danach werden wir mal schauen, dass wir uns Skirmish, also die ganz normalen Einzelbattle, Spieler gegen Spieler oder Spieler gegen NPCs anschauen. Und ja, dann dürfen wir den Mod so ziemlich durchgeschaut haben. Dann überlegen wir uns mal, welchen Mod wir uns dann als nächstes angucken. Ich hoffe, die Informationen waren hilfreich. Ich hoffe, ihr werdet diesen Mod mal ausprobieren. Und ja, lasst euer Feedback da, welchen Mod wir als nächstes ausprobieren sollen, was ihr so toll an dem Mod findet. Ob der Mod euch überhaupt interessiert. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein.